Hi, Thorsten hier. Ich bin heute unterwegs, um Schmetterlinge zu fotografieren. Hinter mir zu sehen, vielleicht die Sonne ist gerade aufgegangen. Ich will euch heute mal zeigen, wie man Schmetterlinge fotografieren kann, was man dabei beachten muss und was man an der Kamera einstellt. Und ihr seid wieder mit dabei. Am Ende des Videos zeige ich euch wie immer einige Bilder, die ich hier während meines Trips aufgenommen habe. Also bleibt bis zum Schluss dran. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Mein Kürzel dort ist Thorsten's Nature. Mit dabei habe ich das Sigma 105 mm DGDN für den E-Mount, das Makroobjektiv. Und zusätzlich das Sigma 150 bis 600 DGDN. Am frühen Morgen bietet sich das natürlich am besten an, Schmetterlinge zu fotografieren, weil da sind die noch in so einer Stache, will ich mal sagen. Die sind noch nicht so aufgewärmt, bewegen sich nicht so schnell und man kommt da ziemlich nah ran. Zurzeit habe ich jetzt noch nicht so viele Schmetterlinge gesehen, nur so kleine Falter, die hier so ab und zu mal rumfliegen. Ansonsten habe ich bisher nur Schnecken und andere Insekten gesehen und ich gehe jetzt mal weiter auf die Suche. Ich habe jetzt hier mal einen Grashüpfer gefunden und an dem will ich euch mal zeigen, wie ich da vorgehe. Ja, ihr seht, ich habe hier Stativ aufgebaut mit dem 105 mm DGDN Makroobjektiv von Sigma und habe jetzt 2 Sekunden Vorauslösung eingestellt, so dass ich nicht verwackeln kann. Eine 250stel Blende 2.8 ISO 100. Der sitzt hier vorn. Kantenanhebung ist an, also Focus Peaking. Und ich mache jetzt noch mal kurz die Fokuslupe, dass ich hier sozusagen die Schärfe noch mal besser beurteilen kann und sehe, dass die noch nicht ganz hundertprozentig auf dem Auge sitzt. Das macht sie jetzt und jetzt löse ich hier mal aus. 2 Sekunden Vorauswahl und ich mache dann immer mehrere Bilder, weil ihr seht ja, ein bisschen wackelt es doch. Es ist zwar eigentlich ziemlich windstill, aber damit ich wirklich, sag ich mal, dann ein scharfes Bild rausbekomme, mache ich da lieber ein paar Bilder mehr, so dass die Chance, wirklich ein scharfes Bild zu bekommen, sehr groß ist. So, jetzt ist das hier irgendwie nach unten gerutscht. Müssen wir noch mal kurz ein bisschen nachkorrigieren. Ich habe das jetzt so ins rechte Drittel gesetzt. Der Hintergrund ist super aufgelöst. Nochmal kurz die Schärfe gucken. Ja, und da ist doch wunderbar scharf. Dann machen wir nochmal ein Bild. Ja, nicht nur Insekten oder Grashüpfer kann man hier am frühen Morgen in der Wiese fotografieren, sondern auch Blumen. Und die kann man sogar im Gegenlicht fotografieren, weil die Sonne steht ja noch ziemlich niedrig. Und das will ich euch jetzt auch mal zeigen. Ich habe mir jetzt mal eine rausgesucht, die steht ziemlich frei. Und ich werde jetzt mal entsprechend die Kamera einrichten, so dass wir da auch ein gutes Bild bekommen. So, ich gehe jetzt ziemlich niedrig, damit ich sozusagen die Sonne noch
so halbwegs mit drauf bekomme. Jetzt muss ich die Sonne erstmal noch suchen. Ja, da ist sie. Müssen wir noch ein Stück runter. So. Ein Stück rüber. Ich habe jetzt hier eingestellt eine 6400stel Blende 10 ISO 100. Ja, ich musste die Blende noch ein bisschen schließen, weil es doch ganz schön hell ist. Und ich wollte jetzt die Verschlusszeit, obwohl die kann ich auch noch ein Stück runter regeln. Also ich habe jetzt eingestellt eine 8000stel Sekunde Verschlusszeit, Blende 10, ISO 100. Ich musste noch ein bisschen runtergehen, weil ich will, dass das so ein bisschen im Schatten ist. Habe jetzt hier ja nochmal die Fokuslupe, prüfe nochmal die Schärfe und ja, ein bisschen leichter Wind ist dann doch gekommen. Aber bei einer 8000stel Sekunde sollte ja da nichts passieren. Da lösen wir mal aus. Ja, ich habe jetzt die Blüte wieder so ein bisschen ins rechte Drittel gesetzt. Die Sonne ist genau in der Mitte. Und da denke ich doch, dass das gut wird. Ja, ich habe jetzt die Kamera wieder in der Hand. Da bin ich ein bisschen flexibler. Deshalb habe ich hier jetzt auch verschiedene Dinge schon mal voreingestellt oder umgestellt. Ich habe jetzt hier mal eine 500stel Sekunde, Blende 2.8, ISO 100. Und schaue mal, wenn dann hier gleich Schmetterlinge kommen. Wichtig bei dieser geringen Blende, dass man da versucht, ja, ziemlich gerade den Schmetterling zu fotografieren. Also das Beste ist, wenn man den Schmetterling in einer Ebene hat, damit man dann sozusagen alles scharf hat. Gegebenenfalls werde ich dann die Blende nochmal nachstellen, so dass wir da eine größere Tiefenschärfe bekommen. Ich muss dann mal sehen, ich muss da ziemlich flexibel reagieren, je nachdem, wie der Schmetterling dann sozusagen sitzt und wie ich da ja rankomme. Ja, die Sonne, die ist jetzt schon ein bisschen heller und da sind die jetzt natürlich schon ein bisschen aufgewärmt. Aber das sollte dennoch klappen. Ich habe jetzt hier vorne so einen Schachbrettfalter und den will ich doch mal sehen, ob ich den gut fotografieren kann. Ich habe jetzt immer noch eingestellt eine 500stel Sekunde, Blende 2.8, ISO 100 und ich mache jetzt wieder mehrere Fotos. Es bietet sich auch an, dass man Serienfoto einstellt und dann beim Abdrücken ja so ein Stück nach vorne oder ein Stück zurück geht, während man mehrere Fotos schießt, weil bei dieser Blende auf diese Entfernung, da haben wir ja nur ein paar Millimeter, wenn überhaupt so viel Schärfe drin. Und da reicht eine kleinste Bewegung aus, dass das Tier dann sozusagen nicht scharf wird. Ja, hier habe ich jetzt ein Ochsenauge. Jetzt muss ich die Blende mal ein Stückchen
größer einstellen. Ich stelle jetzt mal Blende 8. Ja, ich mache mal Blende 9. Ich habe den jetzt ein bisschen abgedeckt von der Sonne. ISO Automatik stelle ich mal ein. Die Bildkomposition ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich zu nah rangehe, dann kann es sein, da fliegt weg. Fluchtdistanz. So, ich stelle jetzt mal ein. Eine 125stel. Versuche noch ein bisschen ranzugehen. Wie gesagt, ich habe den jetzt gut von der Sonne abgedeckt. Der ist jetzt zum Glück noch nicht weggeflogen. Jetzt ist er weggeflogen. Hier vorne hat sich eine Heuschrecke hingesetzt. Die sitzt da an so einem Grashalm. Jetzt wäre natürlich mit Stativ am besten. Aber ich habe Angst, oder was heißt Angst, ich habe Bedenken, dass wenn ich jetzt das Stativ hole und hier aufbaue, dass dann die Heuschrecke weg ist. Ja, aus meiner Sicht wichtig, nochmal zusammengefasst, am frühen Morgen, da sind die Schmetterlinge noch ziemlich inaktiv, sage ich mal, bevor sie sich dann aufgewärmt haben. Und bei der Annäherung die Schmetterlinge so ein bisschen in den Schatten nehmen. Das ist auch besser dann zum Fotografieren, weil da haben wir ein bisschen mehr Dynamik im Bild. Was jetzt hier nicht so gut geklappt hat, weil die Schmetterlinge doch ja schon ziemlich aktiv waren, ist sozusagen die Bildkomposition. Vielleicht hätte ich mir noch mal gewünscht ein Gegenlichtbild mit Schmetterling. Das hat jetzt heute nicht geklappt. Ja, die Schärfentiefe, das ist so ein Für und Wider. Auf der einen Seite will man einen schönen aufgelösten Hintergrund haben und den bekommt man natürlich bei einer geringen Blende, also in dem Fall hier zum Beispiel 2.8, aber dann ist natürlich nicht das gesamte Insekt scharf, sondern nur ein Teil. Dann sollte man das Insekt nach Möglichkeit ja so im Bild positionieren, dass das sozusagen quer vor euch ist. Ansonsten müsst ihr eine höhere Tiefenschärfe nehmen. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Tiefenschärfe ihr benötigt. In der Regel reichen bei so einem Makroobjektiv 8, Blende 8 nicht aus. Wenn ihr das gesamte Tier scharf haben wollt, müsst ihr dann schon ungefähr Blende 16 nehmen. Aber dann seht ihr auch ziemlich viel vom Hintergrund. Das ist der Nachteil. Ja, Serienbildfunktion bietet sich natürlich auch super an, weil dann ist die Chance viel höher, dass ihr ein scharfes Bild bekommt, selbst wenn ihr ein bisschen verwackelt, weil genau in dem Moment, wo vielleicht das Bild geschossen wird, ist die richtige Stelle des Schmetterlings genau in der Fokusebene. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Tipps mitnehmen. Schreibt mir da gerne unten in die Kommentare, was euch gefallen hat. Schreibt mir auch unten in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was diesen Kanal betrifft. Am Ende seht ihr jetzt noch einige Bilder von dieser Session. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche der Bilder euch am besten gefallen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Musik.